einigt euch, wer anfängt. Ich fang an. Gut, ich fang an. Okay, gut. Auf geht's! Ja, alle Arme hoch! Da alle Arme Auto. Hoch! Das ist Moti, er hat seinen Fanclub dabei. Scheißegal, Dicker, ich binge die derbenden Lines. Und bin auch besser, nicht nur in Sachen Technik. Steh in deinem Schatten, aber nur weil du fett bist. Oh nein, hey Mann, wo ist mein Gegner? Er bewegt sich so schnell wie ein Vertreter. Doch sorry, ich schau dich heute hier sicher um. Doch Rusi, ich brauch keine Versicherung. Okay, pass auf, Alter, du blickst hier richtig Fuß. Ich komm ans Mic, Digga, und bring dich mit den Blicken um. Alter, pass mal auf, wenn ich dich grad vorführe. Wo hast du die Perlenkette her? Von deiner Oma? Nein, die ist nicht von meiner Oma. Ich rappe hier Mike und du fällst schon ins Koma. Du bist ziemlich benommen, das war ein Speckreim. Moti am Mike, ich haue mit meinem Raps rein. Okay, pass auf, Alter, du hohle Schnalle. Er ist so langweilig, dass ich schon ins Koma falle. Ja, Dicker, was bringst du für Flows? Komm ans Mikrofon und bring mal Niveau. Was geht ab? Du redest von Niveau. Du hampelst rum, als müsstest du schnell aufs Klo. Doch ich sag, Wasser, mein, der bringt die Menge zum Bogen. Ich bin die Love Race und du liegst am Boden. Ey, hat recht, Leute, ich bewege mich wie Epileptiker. Dadurch besorge ich's deiner Mutter leider heftiger. Ja, Digga, schau mich an und glaub mir, Mann, sie steigt auf meinen Schwanz. Er fickt meine Mom, das hört sich nach Spaß an. Deine zieht Bremsspuren, als wäre sie auf der Kartbahn. Oh mein Gott, sie ist so hässlich. Dein Style, Junge, der ist voll grässlich. Ja, Dicker, weil sie dick sind, du Bitch, ey. Da muss man gleich auf die Bremse tippen. Ey, sick, ey, fuck, Alter, ich hab die Line vercheckt. Doch du bist und bleibst einfach fett. Ja, ich bleibe Rack, ist schon okay, wenn ich Gusi hier wieder mal rumpampeln seh. Er macht voll auf schnell und meint, er hat's geil. Doch die Crowd weiß, Mann, der Moti ist geil. Halt dein Maul, Digga, du machst uns schnell hier bewegen. Du kannst dich doch nicht so schnell hier bewegen. Nicht nur das, Digga, Alter, ich bin der Flowgott. Er springt hoch und bleibt stecken im Ozonloch. Sorry, hey, ich hab grad Husten. Du hast recht, hey, ich bin aus der Puste. Hey, mach mal langsam, dann wirst du handsam. Kannst du vielleicht nochmal von vorne anfangen? Ja, ich soll die Line hier jetzt wirklich anfahren. Nach einer Line, was da, bin ich wirklich handsam? Du kommst mit deiner Zähne zum Witz gegen die Wand fahren. Sorry, wenn ich sag, deine Lines, die sind Standard. Oh mein Gott, hey, ich schau dir diesen Hampel an. Für den halte ich nachher nicht an der Ampel an. Denn ich hab ihn von der Große übersehen. Ich nehme ihn in den Arm, wer zu ihm rüber geht. Ey, ich seh schon, der Typ, der ist sicherlich schlecht. Ich mach sie mit einer Kippe, ich schnipse dich weg. Oh shit, und dann geht es direkt ins Publikum. Boom, bada bang, ein paar Tote, du scheiß Hurensohn. Ja, Mann, du hast Glück hier im Haus. Ich nehme meine Kippe und drücke sie aus. Oh, das hat er schon gedacht. Moti am Start, doch dafür, dass es kracht. Ey, ihr seht schon, was für ein behinderter Punker das ist. Rap ist Technik und ausdrücken kannst du dich nicht. Ja, Digga, das sind Bars und Delivery. Geh mit Sims ja nicht, stütz dich auf, du scheiß Wichser, ey. Ja, Rap ist Delivery, doch ich mochte diesen kleinen Kiefer nie. Nachher sagt er, hat noch nie gezogen. Ich glaub, so wie er aussieht, hat er da krass gelogen. Ey, ist kein Problem, wenn ich hier gerade die Flows bring. Digga, du bist dope wie ein Joint ohne Dope drin. Und nicht nur das, Alter, ich mache gerade Sport. Ein Zug von meinem Joint und du bist weg wie beim Bahnhof. Nein, am Bahnhof kommt der Zug schon zu spät. Ich gebe Props an Tommy Too Late. Er ist zu fake, ihr habt es gecheckt. Gebt diesen beiden MCs jetzt mal Respekt. Word! Hart. Der ist nicht verstanden. Geh bitte auf Freestyle-Tour. Jetzt von einer Band wie David P. und Sammy Lips das gemacht haben, das wäre richtig lustig. Nimm Gussi mit und die ganze Gang an der Besten, aber es wäre mega gut. Ich hätte richtig Spaß. Nur so, habe ich ohne Mikro gesagt. Ich bin hier beeinflussen. Gussi, du bist immer in der ersten Runde rausgeflogen, glaube ich, oder? Nee. Sorry, ich wollte nicht. Nee, aber gefühlt. Und ich finde, du bist ein sehr talentierter Mensch. Und deswegen finde ich es gut, dass die beiden hier wieder gerappt haben. Und ich hätte gerne ein Dreierfinale mit Tommy Too Late und den beiden. Ernsthaft, weil ich sehr ausgeglichen.
Aber das haben wir mal versucht und es ist komplette Katastrophe, drei Leute rappen zu lassen. Deswegen, no way, entscheidet euch bitte für einen. Entweder Gussi oder Morty, Morty oder Gussi. Wer ist für Morty? Danke. Habe ich gefragt, ob die AfD gerade explodiert ist oder keine Ahnung. Wer ist für Gussi? Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Wow, 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 wow. Gussi ist jetzt im Finale gegen Tommy Too Late. Macht bitte Applaus für das Finale, das bald kommt.